Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, ihr werdet euch jetzt wundern, warum Rot wieder die Busslackierung. Ja, das haben wir am Ende der letzten Folge gemacht. Weil, ja, ich wollte halt wieder die Lackierung haben, so wie der LKW eigentlich normalerweise aussieht. Also habe ich die Folie wieder quasi entfernt, meine Freunde. Und ja, mein Auflieger, ich habe schon eine Route dahin. Ich stehe immer noch in Wien, aber ich kann es mir ja leisten. Ich mache eine Schnellreise nach Erfurt und bestätige sie auch. Geht so nicht, meine Freunde. Den Hänger wollten wir noch in der Lackierung lassen. So. Schauen wir mal, was wir hier haben. Auftragsangebot, Frachtmarkt. Mit Anhänger müsst ihr über den Frachtmarkt. Über Sizilien ist die gleiche Strecke. Ja, könnte man machen. Natürlich Orangen in die entgegengesetzte Richtung, aber naja, egal. Fahren wir mal zum Ladeplatz. Fertig zum Losfahren. Jetzt nicht. Wir sind heile angekommen. Vielleicht hat die Firma auch noch was anderes. Ja, die werde ich wieder stoppen, die Folge. So. Mit meinem schönen Auflieger. Wie gesagt, ihr habt in der letzten Folge meine Modliste gesehen und die ist ja nicht gerade wenig. Das ist Virotic quasi, die Trailerbeleuchtung. Sieht das auch nochmal, wenn ich auf die Bremse gehe? Versuchte ein Engländer aufs neue Schwäbisch zu lernen. Schwäbisch zu lernen. Steven lernt Steven und Urschwabe Jens. So. Was bitte mein neues Wort heute? Uraltes schwäbisches Wort. Kredig. Kredig. Wenn du blass bist. Gehen wir mal los. Ich danke euch für die. Also, du hast keine Farbe. Ja. So, wir fahren los. Na, Spanien geht's halt. Biege nach links ab. Gut, diesmal gut. Ah, die nächste ist schon wieder rot. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, doch, Eva. Biege nach rechts ab. Jetzt müssen wir wieder vorsichtig fahren. Wir haben unseren eigenen Anhänger dran. Hyundai.
meine Freunde, fahrt vernünftig, also fahrt vernünftig, ne? Immer schön in den Spiegel gucken und nicht den Schulterblick vergessen beim Abbiegen. Na, die nächste muss mal raus. Nicht unbedingt für den Tank, aber wir werden schon wieder müde. Alicia ist auch schon mal kurz weggenickt. Ich hab mal einen kurzen Griff rüber gemacht und gesagt, hier Alicia, du musst wach bleiben, dass ich wach bleibe. Okay, die nächste fahren wir raus. Fabian Hoffmann mit den Einzelheiten. Der Deutsche Lehrerverband schätzt allerdings, dass es derzeit auch bis zu 50.000 schulpflichtige ukrainische Kinder in Deutschland gibt, die noch nicht am Unterricht teilnehmen. Der Verband fordert außerdem erneut mehr Lehrkräfte. Gerade auch ukrainisch oder russisch sprachige werden demnach gebraucht. Aber der Kollege fährt auch raus. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, wir müssen erst mal schlafen, Eva. Die erste Auslandsreise in seiner neuen Amtszeit. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien hat ein neues Rekordniveau erreicht. Allein im April wurden mehr als 1.000 Kilometer Wald abgeholzt. Der Amazonas-Regenwald ist für den Klimaschutz von zentraler Bedeutung. Er gilt als die grüne Lunge der Erde. In der Fußball-Bundesliga. Ja, die Ukraine gilt ja als die Kornkammer Europas, ne? So, wir gehen schlafen. Wir gucken nochmal, ob alles dran ist, ob wir schlafen gehen. Ja, Alicia, wir schlafen, ne? Was du machst, ist dir überlassen. Also, ich schlaf erstmal, du hast ja eben schon mal gedöst. Und ja, gute Nacht. Oh ja. Ah ja, wir haben geschlafen. Oh. Wir haben schon der nächste Tag ist da. Jetzt schläft Alicia. Okay, finde ich okay. Und ja. Wir gehen nochmal außen rum, ne? Ah, ich finde das schön mit dem LKW-Anhänger, der so an der Seite auch noch blinkt. Wenn ich jetzt die Fender nicht dran hätte, würde man es oben auch noch besser sehen. Und ja. Was sitzen wir hier noch lange rum? Wir starten. Voilà. Ja, so was passiert dann. Au! Der hat doch gesehen, dass ich rüber will. Ja,
Alicia schläft gerade wieder. Ja. Sie schnorcht, aber ihren Körper hat sie jetzt hier nur noch Kontrolle, aber das Schnorchen, das stört mich nicht. Neuerdings erzählt sie während des Schlafs. Links abbiegen. Scheint interessante Träume zu sein bei ihr. Biege nach links ab. Man hat es ja in den letzten Folgen gesehen, wo ich mit Nico und Benny gefahren bin, dass wir da auch unseren Spaß haben. Hatte ich ja schon erwähnt. Und ihr wurdet auch nicht enttäuscht. Ui, was ist da los? Unfall und Auto gebrannt. Ah, der Fahrer hat's geschafft. Es geht nach Farkasch, meine Freunde. Hier sehen wir die Grenze. Schon wieder rot. Au. Autsch. Seele der große Küsser. Straßburg. Frankreich. Und da kommen meine geliebten Mautstationen. GLS, auch ein Paketunternehmen. Ne? Meine Freunde, ihr wisst ja, dass ich in einem Paketunternehmen zuständig bin. Eigentlich eines der größten weltweit. Deutsche Post, DHL. Und ja, GLS, naja, redet man nicht drüber. Born to be wild, baby. Da feiert auch Alicia. Ist die am Abtanzen auf den Sitz hier drüben neben mir?
Meine Güte. Halt doch die Klappe. Nimm die Ausfahrt rechts. Alisha, kannst du mir mal einen Kaffee einschenken? Immer geradeaus. Macht's sofort. Bitte rechts halten. Danke, mein Hase. Stell in den Halter, ich gönn mir dann. Nein! Wenn man Kaffee trinken will, meine Freunde. Nein. Neue Route finden. Neu berechnen. Rechts ab. Biege nach links ab. Gehen wir mal schlafen. Ach ja. Jetzt blockieren wir zwar zwei Spuren. Ist aber okay. Gerade keiner da. Geht aus nochmal am LKW lang, ja. Alisha, du passt auf den LKW auf, ne? Ich geh schlafen. Bis nachher, Alisha. Küsschen. Ach ja, guten Morgen oder Hallöchen, meine Freunde. Ja, wir sind wieder aufgewacht. Jetzt schläft Alisha. Wir lassen sie mal schlafen. E-Mails. Okay, wir gehen außen noch mal am LKW rum. Planschlüsse haben wir ja nicht zu befürchten. Ja. Dann kann es weitergehen. Wo kommt denn der her? Mann, pass doch mal auf, Kollege. Der sogenannte Tutewinkel, meine Freunde. Und hier kommt wieder eine Maut. €52 für die Maut. Au, wow, 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 wow. Au, wow, 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 wow. Das tut dem Geldbeutel weh. Das gibt Spesen.
Genf Marseille. Uiuiuiuiuiui. Da brennt einer. Ah, der Kollege konnte noch abkuppeln. Alles gut. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Im gesamten Spiel, wo ich seit dem nächsten Spiel. Feuerwehrnotruf, hallo. Ja, ich hatte hier gerade auf der Autobahn ein LKW, der gebrannt hat. Eine Zugmaschine konnte noch abgekoppelt werden. Aber der Hänger steht im Brand. Bitte mal Leute vorbeischicken. Ja, Kilometer 28, ja, Frankreich, ja, ja. Na, Marseille, ja. Kümmert euch mal bitte. Okay. Danke, also ja, kümmert euch mal bitte, ja. Notarzt braucht er nicht, nur Seelsorger, weil er war ein bisschen aufgebracht, ja. Okay, wir kümmern uns. Danke für den Notruf. Machen Sie es gut. Ja, ich habe gerade mal einen Ruf, meine Freunde. Weil der hat ja noch gebrannt, der Kollege. Aber sie kümmern sich. Ja, meine Freunde, die Folge fahren wir noch, bis wir noch 1000 auf der Uhr stehen haben. Und dann splitte ich die Folge und es geht dann sukzessive quasi danach gleich weiter. Oder quasi im Anschluss. Für euch ist es die nächste Folge, bei mir geht es im Anschluss dann gleich weiter. Warum bremst denn du, Kollege? Gas geben, nicht bremsen. War nix. Mann. Scheiß KI. Ich habe noch keinen Telepass drin, geht momentan nicht. 64 Euro. Es wird ja immer teurer hier in Frankreich. Jetzt müssen wir auf den Kollegen hier neben uns achten. Wir hatten es ja schon immer bei den Mautstationen, dass da Kollegen gekuschelt haben, ne? Erst an der Tankstelle vorbei kommt die Meldung, niedriger Tankfüllstand. Bitte links halten. Dann mach ich doch einfach. Naja, meine Freunde, die nächste muss ich raus. Ob ich will oder nicht. Bitte links halten. Ja doch, Eva. Wenn ich jetzt noch weiter nährst, beiß ich dich aus der Konsole raus.
ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Bitte links halten. Wir werden wohl liegen bleiben. Keine Tankstelle in der Nähe. Ist das meine Rettung? Ja, Gott sei Dank. Route neu berechnen. Immer geradeaus. Ja, geht. Da war ja leer genug in der Tank. Ja, es ist ja ein 700 Liter Tank, ne? Also ich bin sehr auf Reserve gefahren, ne? Aber 904 Dollar, Euro. Ja, das merkt man dann natürlich. So, hier, Alisha, ich habe dir noch ein paar Snacks aus dem Shop mitgebracht. Bedien dich, such dir aus. Ich habe einen Energy-Riegel und einen Früchte-Riegel. Und ja, ich fahre weiter. Ich will Energie tanken. Und wir fahren zum nächsten Schlafplatz. Und da beenden wir dann diese Folge. Ich habe euch ja gesagt, ich werde diese Folge splitten. Wenn der hier mal losfahren würde. Oder weiterfahren würde. €30.
Mann, die nehmen aber auch einen hier aus. Und ja, meine Freunde, hier ist ein Schlafplatz in der Nähe. Bitte links halten. Da wird auch der Fahrer schon müde. Neu berechnen. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Route neu berechnen. Immer geradeaus. Welchen Platz tun wir uns denn? Den hier. Stehen nicht im Weg rum. Ja. Wir machen den Motor mal aus. Und ja, meine Freunde, an dieser Stelle mache ich eine Unterbrechung, meine Freunde. Ich kuschel jetzt noch ein bisschen mit meiner Alicia. Wir machen mal die Nacht zum Tag, ja. Ich gehe hier in der Nähe im Shop, falls es hier einen gibt, ne, noch ein paar Snacks holen. Oh, Déjà-vu. Ich weiß, ich war hier schon mal. Déjà-vu. Ich kann mich an dieses Gebäude hier erinnern. Da haben wir hier auf der anderen Seite natürlich gehangen. Aber na, nichtsdestotrotz, wir machen hier mal an dieser Stelle einen Cut und sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wo wir an dieser Stelle dann natürlich wieder starten werden mit unserem Gespann. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.